Episode 51, der erste Lean Six Sigma Online-Kongress. Kaizen to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Hubertus Hüttenschmidt bei mir im Gespräch. Wir unterhalten uns über ein, ich denke mal, etwas ungewöhnliches Thema, ein spannendes neues Thema, und zwar den ersten Lean Six Sigma Online-Kongress. Hallo, Herr Hüttenschmidt. Hallo, Herr Müller. Ja, wie ich das in meiner Einleitung sonst auch mal so mache, ich denke, jeder Gesprächspartner kann sich am besten selber vorstellen, und darum bitte ich Sie jetzt auch. Ja, das mache ich gerne. Ich bin Hubertus Hüttenschmidt, 51 Jahre alt, verheiratet, wir haben drei Töchter, wohnen in der Nähe von Berlin. In meinen Studienzeiten konnte ich mich schon mit der Optimierung von Prozessen beschäftigen und habe dort die Refund-MTM-Ausbildung durchlaufen. In den ersten 12 Jahren habe ich als Produktionsleiter in mehreren mittelständischen Unternehmen gearbeitet und habe dort immer wieder den Mensch in den Mittelpunkt meiner Bemühungen gestellt. Die Mitarbeiter vor Ort, sei es jetzt an der Maschine oder im Büro, wissen immer am besten, wo es klemmt und wo man anpacken kann, um die entsprechenden Prozesse zu verbessern. In allen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, stand immer die Optimierung im Vordergrund meiner Tätigkeiten. Um mich voll auf die Verbesserungen zu konzentrieren, habe ich mich dann entschlossen, aus der leitenden Position des Produktionsleiters zu verabschieden und bin dann in die Beratung gegangen. Erst habe ich 2 Jahre als Angestellterberater gearbeitet und bin seit 2010 als selbstständiger Unternehmensberater unterwegs. Mein Ansatz ist es, den Mitarbeiter immer in den Mittelpunkt zu stellen, weil der Mitarbeiter ja hinterher, nachdem wir Veränderungsprozesse durchlaufen haben, die Dinge ja weiter am Laufen halten muss. Und wenn er direkt dabei gewesen ist und hat seine Erfahrung mit eingebracht, steht er ganz anders zu dem Veränderungsprozess, als wenn ihm von außen gesagt wird, ab heute nimmst du nicht mehr den Schlüssel in die rechte Hand, sondern in die linke Hand und gehst nicht mehr von rechts nach links, sondern von links nach rechts. Da sträubt sich jeder gegen, das geht mir so wie vielen anderen Menschen, glaube ich, auch. Und deswegen ist mein Ansatz an der Stelle immer, nimm den Mitarbeiter mit und stell ihn in den Mittelpunkt. Ja, da sind wir, würde ich sagen, absolut auf der gleichen Wellenlänge. Das sehe ich genauso. Gegen die Menschen, ohne die Menschen funktioniert es gar nicht, und wir würden eigentlich nur unnötigen Widerstand produzieren. Genau. So, jetzt haben wir heute eben mal ein, in Anführungszeichen, ganz anderes Thema, nämlich den ersten, glaube ich, kann man so sagen, ja, Six Sigma Online-Kongress, wo ich vor, ja, ich glaube, es sind jetzt schon 1,5 Monate, wo ich in Xing zufällig draufgestoßen bin, und wir sind da in den Kontakt gegangen. Ja. Jetzt ist es natürlich am allerbesten, aus Ihrem berufenen Mund ein bisschen was zu hören. Was ist denn der Lean Six Sigma Online-Kongress? Ja, der Lean Six Sigma Online-Kongress ist im Vergleich zu herkömmlichen Kongressen erstens online, zweitens habe ich bisher in den letzten 6 Wochen 20 Experten dazu gewinnen können. Mein Ziel ist es, innerhalb der nächsten 14 Tagen, 3 Wochen, noch 8 weitere Experten dazu zu gewinnen, um ein möglichst breites Spektrum im Bereich Lean Six Sigma abdecken zu können. Wobei für mich wieder, wie schon bei meiner beruflichen, bei meinem beruflichen Fokus, der Mitarbeiter im Vordergrund steht. Die herkömmlichen Kongresse sind meistens so aufgebaut, dass die Teilnehmer anreisen müssen, 1 bis 2 Tage vor Ort sind und dort zwischen 8 und 16 Vorträge bekommen. Dort kommen aber meistens wieder nur die Vorgesetzten oder halt Führungskräfte hin. Und der Mitarbeiter, der tagtäglich mit den Dingen zu tun hat, auch Ideen hat, dem fehlt halt an der einen oder anderen Stelle die Möglichkeit, sich weiterzubilden oder auch mal von Experten Tipps und Ratschläge zu bekommen. So ist die Idee in mir gewachsen, zu sagen, hör mal, ich mache jetzt einen Lean Six Sigma Online-Kongress, um einfach einem möglichst breiten Publikum
die Möglichkeit zu eröffnen, sich selber zu überlegen, was interessiert mich, welche Themen werden angeboten. Und der Vorteil an der Sache ist, Sie sagen, ich will jetzt 3 von diesen 28 Vorträgen hören und dann können Sie, brauchen Sie nur sich zu der Zeit vor den Rechner zu setzen, beziehungsweise die nächsten 2 Tage stehen die Beiträge auch noch online und können sich dann ganz in Ruhe die Dinge nachträglich nochmal angucken. Aufgebaut ist der ganze Kongress als Interview. Also ich stelle den Interviewpartnern entsprechende Fragen zu ihrem Thema, um da einfach einen roten Faden zu haben, um das durchzuführen. Was ist Ihr Herzensthema? Wie sind Sie darauf gekommen? Welche Erfolge können Sie damit erzielen und so weiter? Und am Ende des Vortrages hat der Teilnehmer die Möglichkeit, seine bei dem Vortrag entstandenen Fragen dem Experten zu stellen, um dort einfach im Dialog gemeinsam zu gucken, was kann ich jetzt aus diesen Dingen, die mir der Experte erzählt hat, herausziehen, um sie dann 1, 2, 3, 4 Dinge selber in meinen Alltag im Betrieb zu integrieren, um dann selber einen Nutzen davon zu haben, dass ich mich mit dem Thema weiter beschäftigt habe und das Unternehmen entsprechend weitergebracht habe oder weiterbringen kann. Ja, ich denke, der Transfer, das ist immer der spannende Teil und das ist vielleicht nicht nur dieses, was Sie schon angedeutet haben, dieses, ich muss nicht anreißen, sondern auch die Chance, das viel direkter ins betriebliche Tun zu übertragen. Genau. Ja, vielleicht noch ein paar Stichworte, Sie haben es schon angedeutet. Was ist denn aus Ihrer Sicht so die Zielgruppe für den Kongress? Ja, die Zielgruppe fängt an bei jedem Lean Six Sigma, also bei jedem, der für Veränderungen offen ist, bis hingehend zu Vorstandsvorsitzenden, die einfach mal hören wollen, was hat der eine oder andere Experte dafür zu sagen. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Ausbildungsstand der Einzelne mitbringt. Die Erfahrungen, die die Experten mitbringen, sind so breit und so aufgestellt, dass man anhand der Beispiele, die die Experten rüberbringen, ganz klar erkennen kann, wo setzen sie an und was haben sie gemacht, um dann auch die Ergebnisse entsprechend in der Umsetzung zu erzielen. Okay. Gehen wir noch ein bisschen mehr auf den Aspekt, wie funktioniert es? Also im Sinne von, wie unterscheidet sich der Kongress, der Online-Kongress von anderen Formen der Wissensvermittlung und auch Erfahrungsaustausch, wenn man jetzt mal so klassische Konferenzen, Trainings, Seminare, vielleicht auch dann sowas wie ein bisschen moderneres Thema wie Barcamps betrachten. Was ist denn der Unterschied des, sagen wir fast, auch Alleinstellungsmerkmal des Kongresses? Der große Vorteil, den ich einfach sehe, oder das große Alleinstellungsmerkmal ist, ich habe 28 Themen, angefangen bei Grundlagen von Lean und Six Sigma, weitergehend über Personal. Ich konnte den Professor Dr. Knoblauch dazu gewinnen. Herr Professor Dr. Knoblauch ist jemand, der sich mit Mitarbeiterentwicklung beschäftigt. Warum habe ich den geholt? Ich habe von ihm ein Buch gelesen und da kam so eine Passage drin vor, Sie haben Kunden im Unternehmen gehabt und da hätte er nur am Rande gehört, früher war ich der Depp und heute bin ich der Chef. Was ist da gewesen? Der Mitarbeiter ist auf dem Arbeitsplatz gewesen, der ihn nicht ausgefüllt hat. Er konnte sein Potenzial dort nicht voll zur Geltung bringen. Dann hat man überlegt, was können wir machen, wie können wir es machen und hat dann herausgefunden, dass er falsch auf der Stelle ist und hat ihm einen anderen Arbeitsplatz gegeben, wo er dann entsprechend aufblühen konnte. Und das ist für mich auch ein Ansatz zu sagen, auch hier bei dem Kongress geht es nicht nur darum, zu sagen, wir können Prozesse im klassischen Sinne, sprich wertschöpfend, verbessern, sondern wir müssen uns auch darüber unterhalten, ist der Mensch, der die Arbeit verrichtet, der Richtige für diesen Job? Und wenn er nicht der Richtige ist, welche Möglichkeiten gibt es? Und wenn man dann im Extremfall hergeht und sagt, wir müssen uns für beide Seiten, damit beide Seiten wieder ein gutes Leben führen können, voneinander trennen, was passiert danach? Sowohl für den Mitarbeiter, der geht, aber auch für das Unternehmen. Welche Chancen hat das Unternehmen, wenn sie jetzt neue Mitarbeiter anstellt? Worauf ist zu achten und wie kann dieser Prozess ablaufen, damit man auch, nachdem man sich für einen Mitarbeiter entschieden hat, für einen Kandidaten entschieden hat, sicher sein kann, dass man da eine gute Wahl getroffen hat? Okay.
Ja, jetzt haben Sie schon einen, kann man sagen, Leuchtturm. Ich glaube, den Professor Knoblauch, den kennt man im Allgemeinen. Erzählen Sie noch ein bisschen was über die anderen Referenten, soweit Sie eben schon bekannt sind. Die nächste Sache ist, ich habe immer wieder festgestellt, dass die Mitarbeiter gute Ideen haben. Dann kommen sie zum Chef, erzählen ihm, was sie wollen, und dann sagt er, nö, hat mich nicht überzeugt, brauche ich nicht, will ich nicht. Wir machen so weiter wie bisher. Und da ist mir der Dirk Kräuter ins Auge gefallen. Ich habe mit dem gesprochen, er sagte, ja, Herr Hüttenschmidt, super Idee, machen wir. Ich komme dazu, ich bin dabei und erkläre, wie man geschickterweise vorgehen sollte, um seine Idee, die man hat, rüberzubringen. Wie zum Beispiel, dass man hergeht und sagt, okay, wo stehe ich heute, wo steht mein Chef? Ich hole ihn ab, ich erkläre ihm das und nehme ihn mit, um ihn dann davon zu überzeugen, sprich, ihm einen Nutzen rüberzubringen. Weil was anderes ist es ja nicht. Wir müssen ja gucken, was hat der Gegenüber davon, wenn ich jetzt das oder so umsetze. Und darum geht es einfach, um diese Kniffe, diese Kleinigkeiten, die einfach beachtet werden sollen, rüberzubringen. Ja, finde ich einen interessanten Gedanke. Dirk Kräuter, der ja so in meinem persönlichen Wahrnehmen eher im Verkauf unterwegs ist. Ja, genau. Aber natürlich verkaufe ich ja hier auch die Idee. Ja, genau. Meinem Chef. Das ist, ja, spannend. Genau. Zum Beispiel ein anderer Referent ist der Ulrich Eul, Geschäftsführer von der Time Study GmbH. Die beschäftigen sich mit Rüstworkshops. Häufig kommt es ja vor, dass die Durchlaufzeiten reduziert werden sollen. Und dann ist ja ein Fokusthema SMED, also Rüstzeiten im einstelligen Minutenbereich. Was muss da gemacht werden? Wie kann das gemacht werden? Wie wird es heute gemacht? Dort hat er ein paar interessante Tools an der Hand, wie zum Beispiel mit der Videoanalyse, dass dort Videos gedreht werden können und die dann hinter dem Team gemeinsam zu analysieren. Der Vorteil an der Methode ist, dass die Mitarbeiter, die im Workshop sitzen, direkt erkennen können, was sie gemacht haben und wie sie es gemacht haben. Er hat da sehr gute Ergebnisse erzielt. Dort sind Einsparpotenziale zwischen 40% und 50%, keine Seltenheit, je nachdem, wie vorher schon die Optimierung stattgefunden hat. Hm. Oder dann habe ich den Herrn Kurz, der hat Tool entwickelt, um Prozesse greifbar zu machen. Der hat da quasi so ein Spiel entwickelt, wo die Prozesse selber Pfeile und so weiter und Kärtchen hat er entwickelt, um einfach den Prozessteilnehmern oder den Teamleitern da etwas an die Hand zu geben, was begreiflich zu machen, um die Diskussion anzuheizen, um dann zu sehen, was passiert da? Ich nehme jetzt zum Beispiel einen Pfeil und sage, die Information fließt von A nach B oder wie auch immer, um das einfach greifbar und visuell darzustellen zu machen. Den Herrn Kurz muss ich gerade kurz überlegen. Jetzt ist natürlich kein so seltener Name, aber ich bilde mir ein, mit dem habe ich sogar mal eine Podcast-Episode gemacht. Das könnte durchaus sein. Der kommt aus der Nähe von Karlsruhe. Ja, genau, dann ist es. Ja, okay. Ja, genau. Spannend. So schließen sich die Kreise. Ja, genau. Okay, gut. Fassen wir noch mal ein bisschen zusammen. Was sind die Vorteile des Kongresses für die Zielgruppe, für die Teilnehmer? Erstens, es ist komplett kostenlos. Also ich erwarte, das Einzige, was die Teilnehmer mitbringen müssen, ist die Stunde Zeit, sich den Vortrag anzugucken. Ansonsten entstehen ihnen direkt keine Kosten. Und der weitere Vorteil ist, sie können, ja, Sie brauchen nirgendwo hinfahren, Sie können auf dem Sofa sitzen, sich das ganz entspannt angucken und einfach genießen, was Sie da von den Experten und von mir präsentiert bekommen. Okay. Wie sieht so die Zeitplanung grundsätzlich aus? Was mir halt durch den Kopf schießt, ist jetzt jemand, der eher in der Produktion tätig ist, der ist nicht tagsüber beschäftigt. Andererseits könnte ich mir natürlich auch vorstellen, wenn man sich wirklich dann mal im Team gemeinsam die Stunde Zeit nimmt, dass man was gemeinsam anguckt und dann darüber eben dann auch im Anschluss oder zwischendrin auch gemeinsam drüber reden kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich dadurch eben der Lerneffekt auch nochmal verstärken kann. Ja, das ist ein sehr guter Ansatz. Geplant ist das so, wir fangen am 19. Oktober geht's los, abends 20 Uhr ist der erste Vortrag. Und dann
Anschließend an den 9 weiteren Tagen, jeweils morgens um 10:30, um 18 Uhr und um 20 Uhr. Also ich habe pro Tag 3 Interviews und habe das über den Tag verteilt, damit auch jeder die Möglichkeit hat, sich das anzuschauen. Und anschließend werden die Videos noch 2 weitere Tage den Teilnehmern zur Verfügung gestellt, weil es kann ja immer mal sein, dass man keine Zeit hat oder dass da noch was Wichtiges zwischengekommen ist. Das soll kein Grund sein, dem Mitarbeiter oder dem Teilnehmer die Chance zu verwehren, diese Informationen, diese wichtigen Informationen, sich doch noch im Nachgang anzuschauen. Deswegen stehen die Sachen nochmal 2 Tage länger bereit. Ja, und der Vorgesetzte unter Umständen, wenn jetzt er mal vielleicht derjenige ist, der sich für das Thema grundsätzlich mehr interessiert, hat dann auch noch die Chance, die Konserve, die Aufzeichnung, sich mit seinen Mitarbeitern dann eben in diesen 2 Tagen nochmal anzuschauen. Ja, genau. Korrekt. Genau. Okay, spannend. Gut, vielleicht, Sie haben es angedeutet, Sie suchen noch 8 Experten. Aus welchen Bereichen speziell? Haben Sie irgendwas im Auge, wo Sie noch sagen, da wäre es klasse, wenn ich noch einfach wichtig, dass die Menschen oder dass die Experten ein Herzensthema haben, wo sie für brennen, wo sie, ich sage immer, nachts um 2 aus dem Bett geschmissen werden können, stehen auf und erzählen 2 Stunden eine spannende Geschichte. Das ist mir einfach wichtig, dass die ihr Herzensthema rüberbringen, dafür brennen und das rüberbringen. Und dass der Teilnehmer hinterher 2-3 Ideen für sich daraus ziehen kann und sagt, ja, das war eine gute Idee, das kann ich direkt umsetzen. Das ist mir einfach wichtig, dass die Teilnehmer das Wissen, was sie hier präsentiert bekommen, auch hinterher im Alltag anwenden können. Mhm. Ohne da großartig nochmal drüber zu studieren, sondern es gibt ja, oft ist es ja nur eine Kleinigkeit, dass man denen sagt, hör mal, zum Beispiel ein gutes Beispiel, was ich immer wieder gerne bringe, ist, beim 5S-Workshop überlegen Sie mal, wenn Sie jetzt sagen, ja, wieso müssen wir das machen? Packen Sie Ihrer Frau oder Mutter zu Hause mal einen Besteckkasten etwas anders ein. Sie hat immer rechts die Messer liegen oder packen Sie dann auf mal die Gabel hin. Und da, wo die Gabel liegen, kommen die Löffel hin und wo die Löffel liegen, kommen die Messer hin. Das machen Sie mal, machen die Schublade zu und sagen einfach mal nichts. Und dann kommt Ihre Mutter, macht die Schublade auf und sagt, was ist hier denn passiert? Das kann ja wohl nicht sein. Und so ist das mit allem anderen im Betrieb auch. Und da sagen die Teilnehmer immer, jo, genau. Also jedes Teil bekommt seinen Platz und jeder weiß, wo das Teil liegt. Ja. So stelle ich mir das vor, dass man kleine Tipps gibt, die umgesetzt werden können. Ja, spannend. Ja, ich werde ja auch dabei sein mit einem, ich würde sagen, für mich auch Herzensthema, neurolinguistisches Programmieren, also ein Kommunikationsmodell eben im Lean-Umfeld, in der Lean-Praxis. Ja. Gut, okay, finde ich ein sehr spannendes Thema. War, ich kenne Lean, ich kenne NLP, aber die Kombination von NLP mit Lean zusammen ist mir so noch nicht untergekommen. Deswegen freue ich mich schon auf unser Interview und bin gespannt, was Sie da zu berichten haben. Ja, genau. Ja, will ich noch nicht so viel vorwegnehmen, wobei es gibt, glaube ich, eine kurze Episode auch, eine Viertelstunde oder so. Also falls der ein oder andere sich da schon was anhören will, dann kann er das ja schon tun. Okay, es gibt eine Website zu Ihrem Kongress, die werde ich dann in den Notizen verlinken. Da stehen auch noch nähere Informationen, zum einerseits für die Teilnehmer, die sich halt dann die Sachen anhören. Genau. Also dort ist eine kurze Abhandlung der wichtigsten Stationen von den Experten aufgezeigt. Und jeder Experte hat eine kurze Abhandlung seines Themas dort präsentiert, damit Sie als Teilnehmer im Vorfeld schon wissen, erstens, wer ist der Referent, was hat er für Erlebnisse in seinem Leben schon gehabt, was hat er erfahren, was hat er gemacht und auf der anderen Seite, was kann ich von dem Referenten erwarten, worüber spricht er und was ist sein Herzensthema, um einfach da an der Stelle eine Entscheidungshilfe zu bekommen, damit Sie sich dann überlegen können, ist das Thema was einfach nur eine Headline, war mir zu wenig an der Stelle, da will ich doch etwas tiefer in die Materie reingehen lassen, um dann auch dort sagen zu können, der beschäftigt sich damit, das und das können Sie da erwarten. So ist das entstanden. Ja. Das ist dann auch ein schönes Bild, weil dass man dann auch direkt sieht, wie sieht der Referent aus, dass man an der Stelle
vollumfänglich informiert ist. Ja, dass man eben ein Bild von dem Teil, von dem Referenten hat, wie es eben bei einem klassischen Kongress an der Stelle der auch ist. Genau. Okay. Gut, ich bin schon gespannt auf dann unser Gespräch und auf den Kongress insgesamt. Ja, das wird eine spannende Geschichte. Ja. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. Ja, die Episode wird jetzt sehr zeitnah erscheinen. Das heißt, da haben wir noch einige Wochen dann. Die jetzt natürlich viele Wochen später die Episode hören, haben dann wahrscheinlich diesen ersten Lean Six Sigma Kongress verpasst. Aber vielleicht wird es im nächsten Jahr dann eine Wiederholung geben. Sehr wahrscheinlich wird es die geben, weil die ersten vier Experten konnte ich schon gewinnen. Ah, okay. Das okay, also es geht weiter. Okay. Also es ist keine Einmalgeschichte, sondern mein Ziel ist es, dass der Lean Six Sigma Online-Kongress eine feste Größe im Herbst im Kalender eines jeden interessierten Prozessoptimierers wird. Dass man dort immer wieder neue Themen bespricht und sich immer wieder neuen Input holen kann und weiß, aha, im Herbst gibt es wieder was, da sind wieder 28 Experten, die interessante Themen zu berichten haben und dort kann ich mir den einen oder anderen Tipp kostenlos abholen. Okay, prima. Gut, dann danke ich jetzt Ihnen auch für Ihre Zeit. Gerne geschehen. Gespräch. Ihnen auch, Herr Müller, danke. Und bin dann gespannt auf unsere Unterhaltung für den ersten Lean Six Sigma Online-Kongress. Ja, herzlichen Dank. Bis dann. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Hubertus Hüttenschmidt zum Thema Lean Six Sigma Online-Kongress. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.